Wir wollen uns in diesem Video mit den elektrochemischen Energiespeichern beschäftigen. Den Anfang soll der Bleisäureakkumulator oder die Bleisäurebatterie machen, die man aus der Autobatterie kennt. Wie ist so ein Bleisäureakkumulator aufgebaut? Wir haben einmal einen Behälter mit dem Elektrolyt. Das heißt also eine Flüssigkeit. Das ist in diesem Fall verdünnte Schwefelsäure, das heißt, hier haben wir dann verdünnte Schwefelsäure. Dann brauchen wir eine Anode, das ist in dem Fall eine Bleiplatte. Das hier ist also die Anode, das ist das Blei. Pb als chemisches Zeichen und wir haben noch die Kathode auf der Gegenseite, den Pluspol, Kathode, Pluspol, die Anode ist der Minuspol, das ist Bleidioxid oder wenn man es genau nimmt, vierwertiges Blei und dann zwei Sauerstoffatome. Diese beiden Pole, die Anode und die Kathode, sind verbunden über ein Kabel. Darüber sollen die Elektronen gleich fließen. Und wir haben jetzt also hier das Elektrolyt. Die beiden Platten, die Bleiplatte, die Bleioxidplatte, sind in die verdünnte Schwefelsäure eingetaucht. Die verdünnte Schwefelsäure, wie ist das aufgebaut? Wofür brauchen wir diese Schwefelsäure? Wir haben also einmal Wasser, H2O, und wir haben dann die Schwefelsäure H2SO4. Und was nun in der verdünnten Schwefelsäure als Reaktion passiert, das heißt, das ist eine permanente Hin- und Herreaktion, dass sich permanent Sulfate bilden, SO4 2 minus, die sind also zweifach negativ geladen und die überschüssigen Protonen, die sich ablösen, bilden dann H3O+-Ionen, die wir gleich für die Reaktion brauchen. Was nun passiert in diesem Bleisäureakkumulator auf der Seite der Anode ist, dass sich das Blei verbindet mit dem Sulfat, was hier über die verdünnte Schwefelsäure sich anlagern kann an dieser Bleiplatte. Dadurch werden Elektronen frei. Das ist die Oxidationsreaktion. Das heißt, hier werden Elektronen frei durch diese Oxidationsreaktion. Und auf der gegenüberliegenden Seite, bei der Kathode, bei dem Bleidioxid, das Bleidioxid nimmt ebenfalls Sulfationen auf, braucht für die chemische Reaktion zwei Elektronen. Das heißt, die Elektronen wandern hier über dieses Kabel zur Kathode, sodass dann auf der rechten Seite auch Bleisulfat entsteht. Und damit haben wir die Entladereaktion. Das wollen wir uns nun einmal im Detail angucken, wie die chemische Reaktion abläuft. Also zunächst zur Entladereaktion der Batterie. Wir wollen zuerst die linke Seite angucken, das heißt also die Reaktion auf der Seite der Anode. Das heißt, dort haben wir das Blei als festes Material. Dort lagern sich nun die Sulfationen an, SO4 2 minus. Das heißt, hier lagern sich nun diese Ionen an. Das dabei entsteht Bleisulfat, PbSO4 als fester Stoff. Und damit die Ladungsbilanz passt, müssen dabei zwei Elektronen frei werden, da wir auf der linken Seite zwar zweifach negativ geladenes Sulfation haben. Das Bleisulfat ist elektrisch neutral, das heißt, dabei werden zwei Elektronen frei und dieses Bleisulfat, das lagert sich quasi hier oben an der Bleiplatte an. Das ist jetzt dieses Bleisulfat und es entstehen dann dabei zwei Elektronen, die dann hier über den Leiter in Richtung der Kathode
wandern können. Diese Reaktion, weil dabei zwei Elektronen abgegeben werden oder frei werden, das ist eine Oxidation. Das heißt also, wir haben zwei Ladungsträger, zwei negative Ladungsträger, die beiden Elektronen, die abgegeben werden in dieser Reaktion. Auf der anderen Seite bei der Kathode haben wir folgende chemische Reaktion. Reaktion an der Kathode. Was passiert da? Wir haben dort das Bleidioxid, also vierwertiges Blei, auch als feste Platte, als festes Material. Dort lagert sich ebenfalls das Sulfat an, SO42-. Was wir nun auch noch haben, ist diese H3O-Plus-Ionen, also diese positiven Ionen, die treten ebenfalls auf bei der Reaktion. Wir haben, damit die Stöchiometrie passt, vier H3O-Plus-Ionen und wir haben die beiden Elektronen, die über das Kabel zur Kathode wandern. Und dabei entsteht einmal das Bleisulfat, PbSO4, das ist elektrisch neutral. Und was passiert, wenn wir uns diese Stöchiometrie angucken? Das heißt also, das Bleioxid, das Sulfat, die H3O-Plus-Ionen und die beiden Elektronen, damit die Reaktionsgleichung passt, dabei entsteht noch Wasser. Und zwar in Summe, wenn man sich das anguckt, entstehen dabei 6 Wassermoleküle, durch das wir hier 12 Protonen haben. Hier auf der rechten Seite auch 12 Protonen, das heißt also, die Stöchiometrie passt. Diese Reaktion an der Kathode, das ist die Reduktionsreaktion. Da zwei Elektronen aufgenommen werden bei der Reaktion, handelt es sich um diese, bei dieser Teilreaktion, um die Reduktion. Insgesamt haben wir eine Redoxreaktion, das heißt eine Oxidation auf der einen Seite, Reduktion auf der anderen Seite. Und was wir dann bekommen, ist natürlich auch, dass hier sich an dieser Bleioxidplatte ebenfalls das Bleisulfat anlagert. Das ist also der Entladevorgang an der gesamten oder in diesem Bleiakkumulator, sodass sich dann mit der Zeit eine Schicht von Bleisulfat auf diesen beiden Teilen, auf der Anode und auf der Kathode bilden. Wir dabei diesen Elektronentransport bekommen und dieser Elektronentransport, das heißt, wir haben einen Stromfluss, den wir dann nutzen können, um damit ein Gerät anzutreiben etc. Dieser Prozess lässt sich nun umkehren, das heißt also, man kann diese Bleisäurebatterie auch wieder laden, das heißt elektrische Energie übertragen und umwandeln in chemische Energie. Das heißt, man muss den chemischen Prozess rückwärts laufen lassen. Wir müssen von außen eine Spannung zuführen, sodass sich dann diese Bleisulfat-Ionen lösen können, wie wieder auf der Seite der Kathode, oder damit wir am Ende wieder die Kathode bekommen, hier Bleioxid bekommen und auf der Gegenseite wieder die Bleiplatte bekommen. Das heißt also, was haben wir nun? Wir drehen den, wollen den Prozess also umdrehen. Das heißt also, wir löschen mal hier oben diese Elektronenverbindung. Haben natürlich dann, wenn wir den Prozess umdrehen, ändern wir natürlich auch hier die Zeichnung. Das heißt also, dann ist das hier unsere Anode und das unsere Kathode. Pluspol, Anode, der Minuspol. So, das heißt, wir haben nun auf der linken und auf der rechten Seite jeweils Bleisulfat. Das heißt, das tragen wir auch mal hier einmal ein. Und wenn wir jetzt hier auf dieser Seite jeweils, ich nehme das in Rot, also Bleisulfat, PbSO4 und auf Anode ist auch ebenfalls PbSO4. So, und nun wollen wir diesen Prozess also umdrehen. Das heißt also, wir nutzen nun, von außen führen wir eine Spannung zu und drehen damit diese chemische Reaktion, die wir beim Entladen gesehen haben, um. Das heißt also, was passiert bei dem Ladevorgang, also die Ladereaktion,
Das heißt, wir haben also einmal bei der, auf der Seite der Kathode, was passiert da? Dort haben wir das Bleioxid, nicht Bleioxid, sondern Bleisulfat, PbSO4. Wir haben nun wieder die Elektronen, also mal Elektronenfluss, Minus. Das heißt also, wir brauchen Elektronen, damit aus dem Bleisulfat plus zwei Elektronen, die von durch die äußere Spannung, die angelegt wird, zugeführt wird, entsteht dabei Blei, also nullwertiges Blei plus, und was dann abgegeben wird, sind Sulfationen, SO4. 2 minus, die Ladung stimmen auf beiden Seiten der Reaktionsgleichung. Das ist also die Reduktion. Das heißt also, hier bildet sich, hier löst sich dann das, so lösen sich die Sulfationen SO4 2 minus, und hier entsteht dann mit der Zeit wieder, löst sich das Bleisulfat, und wir bekommen dann hier wieder das Blei, Pb, und das Sulfat an der Oberfläche löst sich. Auf der Seite der Anode entsprechend, was passiert dort? Wir entnehmen zwei Elektronen, das heißt also, wir haben auch dort die folgende Gleichung, wir haben das PbSO4, das Bleisulfat, und haben die sechs Wassermoleküle, die wir brauchen, und haben dann als Reaktion, was passiert? Auch dort löst sich nun das Sulfat und geht wieder in die verdünnte Schwefelsäure, in das Elektrolyt. Auch dort bekommen wir dann wieder mit der Zeit das Bleioxid, das heißt, hier entsteht dann mit der Zeit das Bleidioxid, und die Reaktionskinetik sieht also folgendermaßen aus. Wir haben also das Bleisulfat und das Wasser. Wir werden Elektronen entnommen durch die von außen anliegende Spannung, und wir bekommen dann Bleioxid mit dem vierwertigen Blei plus die Sulfationen, die sich dann in der verdünnten Schwefelsäure lösen, plus wir haben dann natürlich die 3O-Plus-Ionen und die beiden Elektroden, die wir dann benötigen zum Transport, damit die Elektronen dann von der Anode zur Kathode fließen können. Das ist die Oxidationsreaktion, also die Umkehrung des Prozesses, sodass wir dann, nachdem die Batterie wieder vollständig geladen ist, wir also Elektronen von der Anode zur Kathode transportieren, bis wir jetzt wieder im Ausgangszustand sind. Das heißt also, dass wir hier Blei haben ohne die Bleisulfatschicht, und auf der rechten Seite haben wir dann das Bleidioxid, bei dem dann ebenfalls sich die Sulfationen gelöst haben. Die gesamte Entladereaktion sieht also folgendermaßen aus. Die Entladereaktion. Wir haben also das Blei, dann haben wir das Bleidioxid, das vierwertige Blei. Dazu brauchen wir dann noch zwei H2SO4, also die Schwefelsäure in der verdünnten Lösung. Und daraus ergibt sich damit jeweils an der Kathode und an der Anode das Bleisulfat, BbSO4, und wir haben zwei Wassermoleküle, die dabei entstehen. Das heißt, das ist also die Redoxreaktion beim Entladen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Ladereaktion, also die Zusammensetzung der beiden Teilreaktionen. Da haben wir also unsere beiden Bleisulfat-Kathoden und Anode. Dazu kommen dann die zwei Wassermoleküle H2O, die wir benötigen. Und das führt dann dazu, dass wir auf der einen Seite wieder unser Blei bekommen, dann das Bleidioxid
Dioxid oder Bleioxid. Und dabei wird dann auch noch Schwefelsäure wieder in das Elektrolyt abgegeben. Schließlich wollen wir uns noch angucken, wie nun die, also aus der elektrochemischen Spannungsreihe wollen wir uns angucken oder berechnen, wie groß die Spannung ist, die entsteht oder die auftritt in einer Zelle eines Bleiakkumulators. Das heißt, wir müssen uns angucken, diese Oxidationsreaktion beim Entladen, wie groß ist dort die aus der elektrochemischen Spannungsreihe, wie groß ist an der Stelle das Standardpotential? Das gleiche bei der Reaktion an der Kathode, also die Reduktionsreaktion. Auch da brauchen wir das Standardpotential. Und das, wenn man das im Tabellenwerk nachschlägt, dann gibt es für die oder ergibt sich bei der Oxidationsreaktion eine Spannung von minus 0,36 Volt, währenddessen die Reduktionsspannung plus oder das elektrochemische Spannungspotential 1,68 Volt ist. Und das zusammengefasst ergibt damit also die elektrische Spannung, die entsteht bei dem Entladevorgang. Das heißt, wir kriegen also unser E0 gesamt. Das ist also einmal die Seite der Reduktion 1,68 Volt minus. Und dann haben wir auf der Gegenseite minus 0,36 Volt, ergibt insgesamt eine Spannung von 2,04 Volt. Das ist also die Zellspannung einer Bleisäurezelle, die man nun natürlich in Reihe schalten könnte, um die Spannung zu erhöhen. Das heißt also, über diese Reaktionsgleichungen beim Entladen und bei der Umkehrung beim Beladen durch das Anlegen einer äußeren Spannungsquelle erhalten wir also die Möglichkeit, elektrische Energie in elektrochemische Energie umzuwandeln, zu speichern und entsprechend auch wieder freizusetzen, indem man die Reaktion umkehrt und einen Elektronenfluss bekommt, der dazu führt, dass man diesen elektrischen Energiefluss natürlich technisch nutzen kann.